Martin-Tarif, Kurzanleitung aus Video, Google Nearby aktivieren. Also Google Nearby muss grundsätzlich aktiviert sein, damit dein Telefon Benachrichtigungen über Google Nearby, über deine GEMS erhalten kann. Es kann sein, dass das bereits aktiviert ist. Das hängt vom Telefon ab, aber auch vom Betriebssystem. Ansonsten helfen wir da jetzt ein bisschen nach und ich zeige dir jetzt, was da zu tun ist. Du gehst also zuerst auf deine Einstellungen, dann auf Google Einstellungen, dann auf Nearby. Jetzt klickst du oben auf dieses Zahnrad der Einstellungen und gehst dann auf den Menüpunkt links. Es gibt dann noch verschiedene andere dieser Menüpunkte, beliebte Links, Geräte, Geräte und Reichweite. Machst du das so, dass überall diese Buttons auf On sind, so wie das jetzt hier abgebildet ist. Somit ist mal grundsätzlich dein Telefon bereit, um über Google Nearby diese Nachrichten zu bekommen. Du kannst dieses Google Nearby, also dieses Menü, auch auf dein Telefon, auf den Startbildschirm hinzufügen. Klickst du die drei Punkte und wählst aus zum Startbildschirm hinzufügen. So kannst du jederzeit schnell auf dieses Menü hinzugreifen und du kannst jetzt auch immer manuell überprüfen, ob deine GEMS funktionieren, ob diese Nachrichten gefunden werden. Darüber gibt es ein anderes Video, Funktionskontrolle mit Google Nearby. Schau du das auch noch an und ich wünsche dir viel Erfolg. Martin Rief.